Vorschau Berlin Tag und Nacht Folge 2521, 2522, 2523, 2524. Folge 2521. Lynns Verhalten treibt Emmy in den Wahnsinn. Umso größer ist der Schock, als sie herausfindet, dass Emmy sie in die Irre führen wollte. Nach einem Streit läuft Lynn zornig weg. Kretze ergreift Partei für seine Schwester, woraufhin Emmy alleine nach Lynn sucht. Nach einem Kontrollverlust auf beiden Seiten sprechen die beiden endlich miteinander. Während Emmy sehr erleichtert ist, fühlt sich Kretze übergangen. Kommt er bei all dem Drama zu kurz? Folge 2522. Amelie zieht sich erneut zurück. Miller sieht, dass ihre Tochter schrecklichen Liebeskummer durchstehen muss. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, organisiert sie eine Fete. Die Stimmung zwischen den beiden ist zunächst ausgelassen. Doch dann bemerkt Miller, dass Amelie immer noch Groll gegen Mike hegt. Obwohl sie ihn gerne wiedersehen würde, hält sie sich zurück. Ein glückliches Verhältnis zu Amelie steht für Miller an oberster Stelle. Folge 2523. Damit Patrice nicht abgeschoben wird, will Tony ihn heiraten. Doch Patrice schmettert die Idee scharf ab. Für ihn kommt eine Heirat nur aus Liebe in Frage. Seine Sturheit treibt Tony in den Wahnsinn. Sie hat Angst, ihn so für immer zu verlieren. Als Tony mit dem Schlimmsten rechnet, macht Patrice ihr einen Antrag. Sie sagt ja und will mit ihren Freunden auf die Verlobung anstoßen, aber anstatt sich für Tony zu freuen, reagiert Connor geschockt. Folge 2524. Deans T-Shirt weckt bei Olivia Erinnerungen. Um mit der Vergangenheit abschließen zu können, will sie ihn ein letztes Mal sehen. Zunächst geht Dean ihr aus dem Weg. Später verabreden sich die beiden aber doch. Allerdings bekommt Miguel Wind von den Plänen und versucht sie zu sabotieren. Er täuscht einen Unfall vor und freut sich, dass Olivia sich um ihn kümmert. Sie verpasst das Treffen und vergrault Dean. Hat Miguel seinen Rivalen ausgestochen?